Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder Finnews TV schauen. Heute geht es um das Thema unabhängige Vermögensverwalter und im Besonderen um die ideale Nachfolgelösung. Denn immer mehr Vermögensverwalter müssen sich darüber Gedanken machen und handeln. Zum einen, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben, zum anderen, weil sich die Kosten- und Ertragsstrukturen in der Branche immer schneller verändern. Die ideale Nachfolgelösung ist allerdings so individuell wie die Vermögensverwaltung selbst. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu wissen, was man will und was nicht. Bei mir im Studio sind heute Reto Hartmann sowie Vivien Schein von der Firma Aquila. Reto Hartmann hat den ganzen Prozess der Nachfolgeregelung durchgemacht und eine Lösung gefunden, die nicht ganz alltäglich ist. Dazu hat auch Vivien Schein beigetragen, der die Nachfolgethematik ganz besonders am Herzen liegt. Herr Hartmann, wie ist Ihnen klar geworden, dass Sie eine Nachfolgelösung für Ihr Unternehmen finden müssen? Das war vor knapp 6 Jahren, habe ich mit der Thematik mich intensivst auseinandergesetzt, weil ich fand, ich bin es meinen Kunden schuldig, eine saubere, langsam laufende Übergabe zu gewähren. Und es ist klar, es gab ab und zu auch Fragen von Kunden aufgrund meines Alters, wie ich meine weitere Zukunft sehe. Damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, wie groß war Ihr Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt? Wir waren 3 Personen, ich mit 2 Assistentinnen. Und ich wäre nicht in der Lage gewesen, ohne die Plattform von Aquila, sprich IT, Compliance, Portfolio Management und so weiter. Diese Dienstleistungen habe ich mittels dem Franchise-Vertrag bei Aquila eingekauft und war so professionell gut aufgestellt. Welche Optionen haben Sie da alles geprüft in diesen Jahren? Es gab grundsätzlich für mich 3 Optionen. Die eine war mein Sohn, der ist mittlerweile auch im Vermögensberatungsgeschäft angelangt. Die 2. Option war, ich wollte jemanden einstellen, der die Region, weil meine Kunden sind hauptsächlich im südostasiatischen Raum domiziliert, dort bekannt ist, er kennt die Kultur und das Ganze. Habe dann diesen Versuch gestartet, musste ich absagen. Und die 3. Option, was ich natürlich am wenigsten gerne gemacht hätte, wäre, die Kunden zurück an eine Bank zu übergeben. Sie haben Aquila erwähnt. Wie sind Sie mit Aquila überhaupt ins Gespräch gekommen? Gut, ich hatte das Glück, ich bin seit 2014 auf der Plattform und ich hatte das Glück, dass mit Vivien und mit Nicolas Peter ich 2 Personen hatte, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis hatte und über all die Jahre eine offene Kommunikation hatte. Und die wussten eigentlich zu jedem Zeitpunkt genau, wo ich stand. Und wo ich dann wieder retour auf Feld 1 bin, habe ich das mal so mitgeteilt und wir hatten eine ganz allgemeine, generelle Diskussion und so ist dann die Idee weitergereift. Frau Schein, die Nachfolgethematik, die liegt Ihnen, wie man weiß, ganz besonders am Herzen. Was können Sie denn als Aquila den unabhängigen Vermögensverwaltern anbieten? Ja, einerseits liegt es am Herzen, weil es demografischer Natur ist. Es zwingt uns, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Andererseits die Herzensangelegenheit ist dann eben dadurch begründet, dass wir so viele Unternehmer sehen, die über Jahrzehnte ein Geschäft aufbauen, ihr ganzes Herzblut, das ganze Risiko auf sich nehmen, den Kundenstamm aufbauen, sehr tiefe Freundschaften, sehr langjährige, wirklich ganz enge Bekanntschaften mit den Kunden haben. Da kann man nicht einfach, das ist meine Devise, es ist unsere Devise innerhalb der Aquila, kann man nicht ein Unternehmen einfach aufgeben, davonlaufen und eben, wie Reto erwähnt hat, die 3. Option, die er am unliebsten hatte, die Kunden dann zurück an die Bank geben. Man verkauft eigentlich seine Kunden nicht, man verkauft seine Freunde nicht. Das ist eigentlich ein Credo von uns, das wir schon seit Jahren sagen. Und wir haben ein großes Netzwerk in der Aquila, wir haben ganz viele verschiedene Unternehmer, verschiedene Persönlichkeiten und auch, wie du erwähnt hast, Reto, wir kennen uns gegenseitig sehr gut. Und dadurch, dass man die Persönlichkeit gut kennt und die Menschen gut kennt, ist es sicher mal eine sehr wichtige und gute Voraussetzung, um eine Nachfolgelösung zu finden.
Man verkauft seine Freunde nicht. Ich finde das ein schöner Ausdruck. Wie muss man sich jetzt dieses Vorgehen vorstellen, wenn es zu dieser Nachfolgefrage kommt? Es gibt eben kein genaues Vorgehen. Ich glaube, das ist die Krux an der Geschichte. Es ist etwas sehr Emotionales, es ist etwas sehr Persönliches, es ist sein eigenes Geschäft, was man aufgebaut hat. Die Persönlichkeit von jedem Vermögensverwalter ist völlig anders. Die Kundschaft ist anders. Man darf den Kunden nicht vergessen in dieser ganzen Geschichte. Es braucht den Faktor Zeit, das sagen wir immer wieder. Es braucht 4 bis 5 Jahre Zeit, bis eine Nachfolgelösung wirklich über die Bühne gegangen ist. Die Kunden müssen abgeholt werden. Man kann nicht über den Kopf des Kunden entscheiden, sagen Kundenstamm, ihr seid jetzt verkauft, der neue Berater ist XY. Das funktioniert aus unserer Sicht nicht. Wenn es schon kein klares Vorgehen gibt, können Sie vielleicht Beispiele nennen, wie Sie Lösungen gefunden haben und wie diese Lösungen aussehen? Ja, also es gibt hier ganz unterschiedlichste Art Lösungen, was wir auch schon gehört haben und was wir in der Plattform bei uns auch haben. Das sind familieninterne Lösungen. Das ist natürlich immer emotional das Schönste, was es geben kann, wenn man das weitergeben kann. Da sind wir als Aquila ein bisschen weiter weg. Da sind wir natürlich nicht im gleichen Maß involviert, mehr für das Organisatorische. Und dann kommt so ein bisschen der Hauptpunkt, mit was wir uns beschäftigen, ist eigentlich mehr eine Vermittlungsarbeit. Also wir bekommen sehr viele Anfragen von außen, von Einzelpersonen, teilweise auch jüngeren Personen, die auch interessiert sind an Nachfolgelösungen. Und wir versuchen dann zu vermitteln, weil wir sehen, wenn ich nur den Businessplan anschaue und nur die Zahlen, dass das wirklich nicht mit Emotionen behaftet rein objektiv, dann müsste es viel mehr Lösungen geben. Aber es gibt eben diese Lösungen nicht einfach so, weil das wirklich das Persönliche ist. Also wir hatten auch schon Fälle, da war alles zahlenmäßig, hätte alles Sinn gemacht, aber es ist dann eben nicht zustande gekommen, weil es dann eben von der Persönlichkeit nicht gepasst hat, vielleicht weil man unterschiedliche Auffassungen hatte für eine Geschäftsstrategie. Ich glaube, da braucht es dann eben dieses Miteinander und wir können da vermitteln. Und das ist sicher eine Haupttätigkeit von uns, weil wir eben die Vermögensverwalter gut kennen. Und dann gibt es auch Geschichten wie mit Reto, die eher außergewöhnlich sind. Also bei uns ist wirklich die Devise, wir suchen zuerst eine Lösung innerhalb der Plattform für die Gruppen, also für die einzelnen Gesellschaften. Und bei Reto hat sich das dann wirklich so ergeben. Und da muss man offen sein, es gibt keinen Leitfaden für eine Nachfolgelösung. Und deshalb ist das Persönliche überwiegt, Faktor Zeit, wie erwähnt. Und ja, so kam es dann auch zu unserem Fall. Herr Hartmann, wie ging dann dieses Miteinander dann bei Ihnen weiter mit Aquila? Ja gut, wir haben dann festgestellt, dass die Aquilas Wilken übernimmt. Wir sprechen hier von einer sogenannten Absorptionsfusion. Ja? Gutes Wort. Und es ist heute so, dass ich mit Nicola Peter auf der Reise bin und das machen wir seit 1,5 Jahren. Die Fusion hat vor einem Jahr stattgefunden. Also wir waren im Vorfeld schon 2-3 Mal auf der Reise, damit die Kunden das neue Gesicht, den neuen Mann kennenlernten. Ich habe entsprechende Feedbacks erhalten und es war natürlich auch enorm wichtig für die Aquila AG zu schauen, was für Kunden sind das eigentlich. Auf dem Papier haben sie sich sehr gut gekannt, aber 1:1, der Mensch, die Familie dahinter, das haben wir genutzt in einem halben Jahr, wo ich mit Nicola Peter unterwegs war. Ja. Wo lagen rückblickend gesehen die größten Knackpunkte für Sie? Ja gut, ich glaube, ein großer Knackpunkt war die ganzen juristischen, formellen Sachen, Steuersituationen, weil vor allem auch für Aquila war ja das eine neue Situation. Es war nichts vorbereitet, wir sind in diese Situation hineingerutscht. Und dasselbe war für mich. Oder? Das waren eigentlich die großen Knackpunkte. Und für mich ganz entscheidend war, habe ich jemanden gefunden, der bei den Kunden fachlich, aber vor allem auch menschlich gut ankommt, oder? Und das durfte ich relativ schnell mit Ja beantworten. Aber das waren schon die zwei wichtigsten Knackpunkte, die wir miteinander sehr gut, meinte ich, gelöst haben. Frau Tschein, was bringt Ihnen so eine Übernahme eines unabhängigen Vermögensverwalters? Also Aquila ist ja sonst eher bekannt als Dach, als Holding eigentlich für Partnergesellschaften. Aber jetzt in dem Fall übernehmen Sie einen unabhängigen Vermögensverwalter. Was soll das oder was bringt das?
Ganz einfach, es ist der Erhalt der Vermögenswerte innerhalb der Gruppe. Hätten wir diese Lösung nicht gefunden, hätten wir die Vermögenswerte verloren in der Gruppe. Ja. Wie sieht dann, Herr Hartmann, Ihr Geschäftsalltag jetzt aus? Spannende Frage, ja. Also, ich bin ja nach wie vor bei Aquila AG angestellt, in einem Teilzeitpensum. Und es ist so, es gibt nichts Lineares. Es ist situativ, wenn Kunden Wünsche haben oder wenn wir irgendetwas noch miteinander besprechen, die Kunden reisen, Besuche, dann bin ich noch involviert. Aber alles, was die Handarbeit ist im Rahmen der Vermögensverwaltung, das ist eigentlich bereits fest übergeben an die Aquila. Ist es Ihnen persönlich leicht gefallen, einfach so loszulassen und nachdem Sie unabhängig waren, selbstständig tätig, plötzlich Angestellter sein und eine Chefin zu haben? Ist doch schön, eine Chefin zu haben, oder? Nein, ich glaube, es ist mir leicht gefallen. Also das ist, vielleicht müssen Sie dann noch Vivian fragen, aber mir ist es leicht gefallen, weil ich von der Lösung überzeugt war. Mit den Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber auch mit dem Hause Aquila. Weil ich konnte sehen, es sind grundsätzlich professionelle Leute. Das Ganze ist professionell aufgestellt in jeder Beziehung. Und somit hatte ich ein sehr gutes Gefühl für die Kunden. Und somit ist es mir auch leicht gefallen, die ganze Sache loszulassen. Und klar, manchmal zwickt es, aber man muss da schon sich bewusst sein, es ist eine neue Zeit. Die machen es etwas anders in gewissen Sachen, aber da muss man bereit sein, um das so zu akzeptieren. Haben Sie einen Plan, wie lange dass Sie das jetzt noch machen? Ja, wir haben noch einen Plan. Heute steht auf dem Papier, dass genau noch ein Jahr ich offiziell dort mit dabei bin. Und dann werden wir die Situation gemeinsam analysieren und schauen, ob es gut genug ist oder ob es noch irgendetwas in einer Form braucht. Aber grundsätzlich noch ein Jahr angestellt bei Aquila. Frau Jane, ich frage jetzt trotzdem noch, wie ist denn das aus Ihrer Sicht, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die vorher unabhängig waren, die eine Persönlichkeit hatten, jetzt sind sie plötzlich Angestellte. Wie ist das für Sie? Das ist eine spezielle Situation, weil es sind für uns Kunden. Reto war unser Kunde. Plötzlich sitzt der Kunde als Mitarbeiter. Ich meine, um ehrlich zu sein, er ist nicht ein klassischer Mitarbeiter für uns. Er ist wirklich ein immer noch der Kunde, der integriert ist. Es ist für eine Nachfolgelösung. Und ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es ihm schwer gefallen ist und dass er sich jetzt schwer tut, sondern es war wirklich ein langer Prozess, der gut überlegt war und wenn man genug überzeugt ist, dann läuft das und dann hinterfragt man das nicht. Und der Punkt, wie du sagst, man musste es begrenzen. Also das ist immer ein Punkt, wo wichtig ist, dass man nicht sagt, open-end, wir schauen mal, sondern man muss zu Beginn einer Nachfolgelösung das terminieren. Und dann schaut man natürlich genau, ob die Kunden schon zufrieden sind, ob das wirklich genug ist. Herr Hartmann, Sie waren fast 30 Jahre unabhängiger Vermögensverwalter. Wie sehen Sie die Entwicklung dieser Branche insgesamt? Also ich bin nach wie vor sehr überzeugt, dass diese Branche eine sehr gute Zukunft vor sich hat. Man muss sich einfach entsprechend aufstellen, oder? Also Sie sagen 30 Jahre, vor 30 Jahren hatten wir natürlich eine ganz andere regulatorische Situation, als was es heute ist, von den Reportings und so weiter. Da muss man gut aufgestellt sein, damit man effizient und professionell unterwegs ist. Oder? Und das andere ist, ich glaube, das Potenzial ist nach wie vor sehr groß, weil wir haben genug Investoren, die eine enge Beziehung zu jemandem haben möchten über eine längere Zeit. Und für das gibt es nur eine Lösung, und das sind die externen Vermögensverwalter. Ja. 30 Jahre einerseits, andererseits gibt es auch eine Verjüngung. Ich meine, Sie sehen ja das am nächsten mit Ihren vielen Partnergesellschaften. Sind das alles Leute wie Reto Hartmann oder gibt es da auch jetzt junge, unabhängige Vermögensverwalter? Ja, eindeutig. Also wir sehen die Verjüngung. Wir haben zwei Vermögensverwalter, die jüngsten, die sind 10 Jahre jünger als ich. Also das ist für mich auch, es ist sehr schön zu sehen, es motiviert mich auch jeden Tag, muss ich sagen, zu sehen, dass eben die Jungen nachkommen. Es ist natürlich demografisch bedingt einerseits durch Nachfolgelösungen, das ist klar, andererseits aber auch eben das Bedürfnis,
der, ich sag der Jungen, das, man kann sich hier nicht 20-Jährige vorstellen, das ist uns allen klar, aber ich sage eben 10 Jahre jünger als ich, das heißt, die sind noch jünger als 40, die sind schon Partner, die arbeiten meistens Hand in Hand mit einem älteren Partner. Ich glaube, es braucht beide, aber diese Verjüngung, die findet statt und das Bedürfnis, sich eben selbstständig zu machen, das Unternehmertum, das Bedürfnis ist definitiv da. Vielleicht noch eine abschließende Frage an beide, vielleicht zuerst Herr Hartmann. Warum braucht es in Zukunft auch weiterhin unabhängige Vermögensverwalter? Ja, ich glaube, es ist das Angebot im Vermögensbereich ganz generell. Ich kann zu einer Bank, ich kann zu einem externen Vermögensverwalter und dann kann der Kunde abschätzen, was ihm lieb ist. Und wie schon vorhin gesagt, ich bin eigentlich überzeugt, es gibt genug gute professionelle Kunden, wo eigentlich die Plus eines externen Vermögensverwalters sehen und unser Geschäft weiter wachsen kann. Frau Jane, abschließend die Frage, warum soll ich zu einem unabhängigen Vermögensverwalter und nicht zu einer Bank in einem Bankenland wie die Schweiz? Also wir dürfen erstmal nicht vergessen, dass die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter noch nicht ganz so alt ist. Das ist eigentlich eine junge Aufstreben, eine junge und attraktive Branche aus meiner Sicht. Und ich glaube eben diese Unabhängigkeit, das ist wirklich ein sehr großes Thema. Wir sehen hier den Trend. Also ich bin sehr, sehr positiv für die Branche. Das sage ich auch aus persönlicher Überzeugung. Ich denke, wir haben eine zunehmende Komplexität in dieser Welt, auch die Digitalisierung. Und ich glaube, mit fortschreitendem auch Komplexität und Digitalisierung ist es umso wichtiger, dass man eine unabhängige, auch persönliche und umfassende Beratung hat. Und das ist ein Kundenbedürfnis. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es diesen Schritt auch weiterhin geben wird. Wir können also gespannt sein auf die weitere Entwicklung. Jedenfalls wünsche ich Ihnen beiden alles Gute und weiterhin viel Erfolg als unabhängige Vermögensverwalter. Vielen Dank. Herzlichen Dank.